powered by Unreal Technology. XCOM Enemy Unknown. Willkommen zu einem neuen Let's Play. Und zwar ein Let's Play, was vorerst... Na gut, wenn ihr das jetzt seht und da schon mehrere Folgen online sind, dann habt ihr keine Relation. Aber ich werde das jeden Sonntag hochladen. Jeden Sonntag eine Folge. Und das wird ein bisschen dauern, bis wir hier weiterkommen. XCOM Enemy Unknown. XCOM sagt vielen vielleicht ein, sagen vielleicht aber auch einige nicht unbedingt. XCOM ist ein rundenbasierendes Strategiespiel. Und Enemy Unknown ist das Spiel des Jahres 2000 und da sieht man schon ein paar Aliens. 2012, genau 12. Ich hab's mir damals geholt, ich fand's geil. Und ich find's immer noch geil. Die Option. Bliblablo. Können wir nehmen. Es hat auch Mehrspielermodus. Ihr habt sicherlich oft schon gesehen, dass ich mit Stalker gespielt habe. Mit dem Black Devil. Und zu Recht gewonnen. Ja, ich habe das Spiel schon mal durchgespielt. Soll ich die löschen hier? Ja, prinzipiell kann ich die ja löschen, ne? Das Spiel, da ist mittlerweile ein DLC raus. Und zwar der Slingshot-Pack. Ich habe den auch gekauft. Da gab es vor kurzem ein Angebot, ganz kurz. Und ich habe sofort zugeschlagen, also für 2 Euro. 2 Euro habe ich bezahlt, 2,20. So, wir nehmen Einzelspieler. Und Tutorial mache ich mal an. Ne? Damit ihr auch sehen könnt, falls ihr euch das Spiel zulegen möchtet, dann ist das hier schon ein kleiner Walkthrough mit Tutorial und so weiter. Ist halt ein rundenbasierendes Strategiespiel. Mit Aufbau. Sozusagen. Zweite Welle, ist eine fortgeschrittene Spieloption. Die lassen wir mal weg. Ich habe damals auf leicht gespielt, das spiele ich auf normal für Spieler, die sich mit Taktikspielen auskennen. Knifflig, aber fair. Oder, ja, leicht hatte ich mal gespielt für Spieler, die mit Taktikspielen oder XCOM noch keine Erfahrung haben. Oder klassisch, eine extreme Herausforderung für erfahrene XCOM-Spieler. Oder unmöglich, für Spieler, die gerne leiden. Auf der Schwierigkeitsstufe unmöglich ist das Tutorial deaktiviert. Wir nehmen normal. Das ist normal. Tutorial Iron Man wäre Spiele mit einem einzigen Spielstand, der automatisch aktualisiert wird, während du im Spiel voranschreitest. Im Iron Man Modus bleiben deine Entscheidungen und Konsequenzen bestehen. Das lassen wir mal weg, wir wollen einen Quick Save haben. Ein Arschretter sozusagen, falls was schief geht. Und ich drücke auf Annehmen. Wie Kilo Confetti. Und uns werden Tipps angezeigt. Es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sind wir allein im Universum oder nicht. Beide Vorstellungen sind beängstigend. Arthur C. Clarke. Dieses Spiel ist für Kinder unter 16 Jahren nicht geeignet.
Angesichts der aktuellen Alien-Invasion wurde dieser Rat der Nationen einberufen, um die Aktivierung des XCOM-Projektes zu beschließen. Sie sollen diese Initiative anführen. Von der ersten bis zur letzten Verteidigungslinie. Die Zukunft dieses Planeten liegt in Ihren Händen. Bitte bedenken Sie dies bei Ihrem weiteren Vorgehen. Viel Glück, Commander. XCOM. Enemy Unknown. Das war der letzte Funkspruch, Sir. Verbindet mich mit Voodoo 3-1. Operation Teuflischer Mond. Stocken ist normal. Ihr werdet nach Deutschland verlegt. Um 19 Uhr Ortszeit sind dort mehrere unbekannte Objekte auf die Erde gefallen. Da es sich nicht um einen abgestürzten Satelliten handelt, gehen wir davon aus, dass diese Objekte außerirdischen Ursprungs sind. Kurz nach dem Aufprall gingen bei den deutschen Behörden Berichte über Massenhysterien und Wetterkapriolen an einer der Einschlagstellen ein. Dann wurde es finster. Um 21 Uhr stürzte dann ein Hubschrauber mit einem deutschen Spähtrupp in dem Gebiet ab, nachdem er zuvor beschossen worden war. Deutschland ist bekannterweise Mitglied des Rates und hat uns um Hilfe gebeten. Unsere Aufgabe ist es, die Situation am Boden zu erkunden, den aktuellen Status des deutschen Spähtrupps zu ermitteln und die außerirdischen Objekte zu untersuchen. Central out. Kurz gesagt, die Erde erleidet einer Alien-Invasion und das XCOM-Projekt ist die Waffe gegen diese Invasion. Und wir sind der Commander und Leiter dieser Organisation, die übrigens eine Geheimorganisation ist. Ich habe eine Doppelmaus, sehe ich gerade. Okay. Na, hoffen wir mal, es ist nicht ganz so schlimm, dass ich hier ein kleines Mausecho habe. Operation Teuflischer Mond. Hamburg, Deutschland. Einsatzbesprechung. Unbekannte Flugobjekte als intelligent eingestuft. Möglicherweise außerirdischen Ursprungs. Unerklärliche Vorkommnisse an der Einschlagstelle. Deutsche Einheit. Als vermisst gemeldet. Einsatzziele. Beurteilen Sie die Lage der Einschlagstelle. Finden Sie die deutsche Spähtrupp und untersuchen Sie die außerirdischen Objekte. Bereit zum Angriff. Central, hier Big Sky. Ich glaube, wir haben die Absturzstelle gefunden. Roger, Voodoo 3-1. Gibt es Aktivitäten? Negativ. Hier ist alles still. Okay. Landet in der Nähe. Und wir landen. Alles verstanden, Central? Verstanden, Delta. Eins nach dem anderen. Raus aus der Schusslinie und in Deckung. Die Urheber des Chaos könnten noch in der Nähe sein. Delta One, alles klar. Geh hinter den Trümmern direkt vor dir in Deckung. Wähle mit der Maus eine markierte Position, um diesen Soldaten zu bewegen, also mit rechts. Und wir sehen deutsche Polizisten, Autos und so weiter. Auf jeden Fall ein grandioses Spiel von Take-Two. Von Take-Two Interactive. Oder 2K. Und das war übrigens der Commander, beziehungsweise unser Chef, sozusagen, der soll Sid Meier darstellen. Und wir haben jetzt einen ausgewählt.
Und wir gehen einfach mal das Tutorial durch. Es wird jetzt alles erklärt. Calvin Freeman heißt er. Ein Soldat kann sich bis zu 2-mal pro Runde bewegen. Die Anzahl der verbleibenden Bewegungen wird in den Einheitenfahne des Soldaten angezeigt. Diese hier. Er kann sich 2-mal bewegen. Gut, jetzt zu dem Fahrzeug in der Nähe. Hier. So. Das wird seinen letzten Zug aufbrauchen. Jeder Soldat hat 2 Züge. Jetzt du. Los, zu den Trümmern. Halte rechte Maustaste halten, um alle Bewegungsoptionen anzuzeigen. Mit links wird der Bewegungsmodus verlassen. So, das heißt, ich kann ihn praktisch jetzt so hin. Ja. Danke, Spiel. Ich weiß, wo ich hin soll. Dieses Ding wird nicht viel Deckung liefern, aber besser als nichts. Geradeaus ist eine vollständige Deckung. Geht darauf hin. Wenn das Schildsymbol ganz gefüllt ist, hat der Soldat volle Deckung. Das Schildsymbol. Die haben momentan halbe Deckung, die haben keine. Wir schicken ihn dahin, da hat er volle Deckung. Delta 3, zu dem Fahrzeug direkt voraus. Dieser Soldat hat jetzt in diese Richtung volle Deckung. Und alles jenseits dieser Marke hier. Wenn ein Gegner da auftauchen würde, hat er keine Deckung mehr. Zentrale, hier ist was. 30 Meter nördlich meiner Position. Ein Polizeifahrzeug. Roger, weiter zum nächsten Fahrzeug für einen besseren Überblick. Delta 4, überprüfen. Er ist weit von Ihrer aktuellen Position entfernt und es gibt keine Deckung. Also Beeilung. Damit meint er, wir können entweder hier hin, dafür verbrauchen wir einen Zug, oder gleich 2 Züge opfern und sporten. Da laufen sie. Was zum Teufel? Was ist los, Delta V? Bericht! Sieht aus wie einer vom Spähtrupp, Sir. Sieht aus wie etwas. Und ist es, Delta V? Negativ, Sir. Das ist jemand anders. Dr. Wahlen, was sagt er? Er sagt, Hilfe. Der Funkspruch wurde nördlich der aktuellen Position des Trupps abgesetzt. Der Deutlichkeit nach zu urteilen, wahrscheinlich von innerhalb eines Gebäudes. Danke, Doktor. Delta, vorrücken und in das Gebäude eindringen. Und denkt dran, bleibt in Deckung. Ja, was soll das gerade mit? Was sagt er? Ja, man konnte es doch verstehen, was er sagt, ne? Er sagte doch Hilfe, eindeutig. Man muss das so sehen, die XCOM sprechen alle Englisch. Das Spiel ist ja auch Englisch. Aber im Originalspiel sollte, denke ich mal, ich habe das nie auf Englisch gespielt, aber ich bin mir so ziemlich sicher, dass er auch im Original Hilfe sagen wird, also auf Deutsch. Weil wir sind in Deutschland und ist klar, ne? Kann ja jeder verstehen. So, deswegen nur mal diese Ungereimheiten, falls da Fragen aufkommen. Ein Soldat kann über große Entfernungen spurten. Das verbraucht beide Bewegungen und beendet seinen Zug. Das habe ich gerade gesagt. Also sprich, hier. Das ist Spurten. Bumm, weg sind sie. Sandra, hier ist jede Menge Blut. Roger. Sieh nach, wo es herkommt. Im Moment werden unsere Züge vorgegeben. Sandra, ich glaube, ich habe soeben einen aus dem Spähtrupp gefunden. Vielmehr seine Überreste. Aber es macht keinen Sinn. Sieht aus, als wäre er schon seit Wochen tot. Noch verwunderlicher ist die Todesursache. Es sieht aus, als wäre er ausgeweidet worden, als etwas von innen aus ihm rausgeplatzt ist. Sir, ich sehe das Objekt. Er bitte Erlaubnis zur Annäherung. Es ist die einzige Deckung bis zu dem Gebäude und wir wissen immer noch nicht, was sich da draußen herumtreibt. Erlaubnis erteilt. Yummy. Bitte melden, Soldat. Was ist es? Ich habe keine Ahnung, was das ist. Aber ich kann bestätigen, dass es kein Satellit ist. Roger. Okay, Delta. Ihr seid fast im Gebäude. Weiter.
Okay, Leute. Dann mal rein da. Delta One, da vorne ist ein Fenster. Überprüfen. In Position. Alles klar. Verstanden. Rein da und in Deckung. Delta 2, die Tür ist im Weg. Weg damit. Verstanden. Der will die Tür einbrechen. Also wir, das ist halt ein Tutorial, ein Einstieg. Zentrale, wir haben Sichtkontakt. Ziel ist bewaffnet. Verstanden, Delta 3. Okay, alle auf Position. Aber nicht nähern. Mit einer Handgranate? Doktor, versuchen Sie mit ihm zu kommunizieren. Er soll die Waffe fallen lassen. Ich werde es versuchen. Hallo? Können Sie mich hören? Wir sind hier, um Ihnen zu helfen. Bitte lassen Sie Ihre Waffen fallen. Er scheint unter Schock zu stehen. Augen offen halten. Mir gefällt das nicht. Mir übrigens auch nicht. Und das war übrigens auch wieder sicherlich obligatorisch übersetzt dann, dass die nach dem Englischen dann nach ich versuch's dann auch wirklich Deutsch gesprochen hat. Oder zumindest, wie es man für einen Amerikaner machen kann. Delta 3, reingehen und entwaffnen. Aber Vorsicht. Okay, der soll direkt dahin. Viel Spaß. Sieht so ein bisschen aus wie T-Hulk von Stargate. Ja. Rekrut Kozlov wurde oder Kozlov wurde getötet. Er ist am Boden. Delta 1 ist am Boden. Ja, Rekrut Freeman wurde getötet. Jetzt werden wir abgeschlachtet. Wir werden von mehreren X-Rays beschossen. Ich sitze in der Klemme. Heftiger Beschuss. Mist. Delta 2, du wirst auch flankiert. Such bessere Deckung. So, auch hier werden wir wieder gelotst. Ging das nicht mit E oder so? Na, wahrscheinlich kriegen wir jetzt gleich noch die Buchstaben vorgesagt. Okay, Delta 2, Feuer frei. Bereit machen zum Feuern. Drücke Eingabe, um die Steuerung für den taktischen Kampf zu öffnen. Oder klicke Maustaste 1 auf die gewünschte Aktion. Probier es mal aus. Hier unten sehen wir Aktion Feuer. Feldposten. Feuer ist klar, Feuer. Feldposten ist so eine Art Wächter, um Gegner halt, wenn sie in Schussreichweite laufen oder einen Zug machen, indem sie laufen, dann anzugreifen. Und später gerade alles klar. Und Entdeckung auch. Klicken wir auf Feuer. Feuer mit links oder rechts oder A auswählen, dann Eingabe drücken. Ja, wir wollen ihn angreifen und dann tschüss. Schuss. Delta 4, du kannst jetzt da raus. Los, lauf in Deckung. Drücke A, D, W, S oder bewege die Maus an den Rand des Bildschirms, um die Kamera über das Schlachtfeld zu bewegen. Ja, ist klar. Das mache ich auch die ganze Zeit schon. Jetzt wirf deine Granate auf den Feind vor dir. Drücke Eingabe und Steuerung für die taktischen Kampf zu öffnen. Klicke, denkst auf die gewünschte Aktion und probier es mal aus. Also das hier. So, Splittergranaten mit blub 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 auswählen, Zielmarkierung drücken und zu werfen. Jetzt habe ich so einen Kreis und das ist dann auch der Radius und dann ist ein bisschen tricky zu steuern. So. Linke Maustaste bestätigen und dann werfen wir.
Hui. Bereit machen für ihren Gegenangriff. Vorsicht, Delta V. Da kommt noch einer von hinten auf dich zu. Verdammt. Jetzt liegt's an dir, Delta 2. Erhöhen wir unsere Chancen. Sieh dich nach einer Position um, von der aus du den Feind flankieren kannst. Gut so. Von dieser Position hast du ein freies Schussfeld. Feuer! Und Schuss. Sandra, ich glaube, das war's. Es ist vorbei. Roger, Delta. Berg die Leichen und kehr zum Sky Ranger zurück für sofortigen Abzug. Lautet so ein Ruckeln immer übrigens. Stützpunkt festlegen. Kontinentbonus, Luft, Weltraum. Ich habe immer Europa gespielt. Man sieht dann hier ein paar Bonis. Wir haben bei Nordamerika Waffen kosten 50% weniger bei ihren Kauf, Herstellung und Unterhalt. Labore und Werkstätten kosten weniger. Nämlich doch Nordamerika. Kontinentbonus Luft und Weltraum. Verstanden. Was ist das? Wir kommen nach Hause. Das heißt, dort ist jetzt unser Stützpunkt. Ha. Woraus bestehen Sie? Woraus auch immer, Sie haben beinahe einen ganzen Trupp unserer besten Soldaten erledigt. Wenn Sie mich jetzt entschuldigen, der Commander wartet in der Einsatzleitung. Ihre Technologie ist der unseren weit voraus. Dann würde ich sagen, wir haben noch viel zu tun, Doktor. Willkommen im XCOM Hauptquartier, Commander. Ich bin Central Officer Bradford. Ich übernehme zwei Aufgaben in diesem Projekt. Die taktische Unterstützung unserer Einsätze und Ihre Unterrichtung über die aktuelle Situation. Auf diese Weise können Sie sich um die wichtigeren Aufgaben kümmern. Wo wir gerade dabei sind, in der Kaserne wartet ein Soldat auf seine Beförderung. Gehen Sie nur. Hier. Ein Soldat auf seine Beförderung. Das ist der einzige Soldat, der... Man sieht, Commander, unsere Basis. Zu den Kasernen. Commander, zu den Kasernen. Ja, wir werden direkt hingeleitet. Kann ich direkt speichern? Ne, ich muss das Tutorial durchmachen. Aber für euch ist es dann schon die nächste Folge. Bis dahin. Bis zum nächsten Sonntag. Tschüss.